Herzlich willkommen, Elisabeth Buchner, zu unserem zweiten Blog über bioidentische Hormone. Ich freue mich, bist du wieder dabei und wir können so viel von dir lernen. Und kannst du unseren Zuschauern einfach einmal erklären, was bioidentische Hormone sind? Wir nennen bioidentische Hormone all diejenigen Hormone, die in der Natur vorkommen. Also im Menschen natürlich, im Tierreich und in der Pflanzenwelt. Da kommen überall Hormone vor. Die tierischen Hormone und die menschlichen Hormone sind fast identisch. Da gibt es zumindest bei den Wirbeltieren oder Säugetieren haben wir eine sehr, sehr große Ähnlichkeit, so dass man sie sogar auch nutzen kann therapeutisch. Die Pflanzenhormone, die sind fast alle nur in Pflanzen vorhanden. Aber Mensch und Tier sind in der Lage, diese Hormone aufzunehmen über die Nahrung und dann quasi auch im Körper daraus Bausteine zu gewinnen für die körpereigene Hormonbildung und Ausschüttung. Also wir haben diese drei, die wir bioidentisch nennen. Man könnte jetzt noch ein bisschen mehr differenzieren. Körperidentisch, also menschlich körperidentisch oder eben die pflanzlichen und tierischen Hormonarten. Genau, aber die Hormone, auch wenn sie in Pflanzen vorkommen, sind ja nicht identisch mit unseren menschlichen. Also muss man die ja irgendwie herstellen. Sind sie dann die immer noch? In den Medikamenten? Ja. Meinst du? Ja. Ja. Das gibt es auch hier zwei verschiedene Gruppen. Es gibt Hormone, die letztendlich extrahiert oder synthetisiert werden für eine Medikation. Die sind dann aber ganz genauso wie die menschlichen Hormone. Und es gibt Hormone, die sind vom Menschen erfunden. Das sind die sogenannten Derivate oder Xenohormone. Die kommen nirgendwo in der Natur vor. Die sind auch ein Problem für die Natur, sie überhaupt irgendwie zu aufzubrechen oder umzusynthetisieren. Auch der Körper kann sie nicht einfach umsynthetisieren. Die haben eine andere Wirkung. Die sollen eine andere Wirkung haben, weil sie zum Beispiel eine Frau unfruchtbar machen sollen. Ja, das ist ein der beliebtesten. Oder dass ein Hormon länger wirken soll, als es naturgemäß wird. Dazu macht man dann Veränderungen in der Molekülstruktur, sodass die Botschaft eine andere ist im Vergleich zu den körpereigenen Hormonen. Du erklärst uns jetzt, dass eben die chemisch-synthetischen Hormone in Medikamenten nicht identisch sind mit unseren, die wir selber produzieren. Aber fast alle meine Patienten, die Frauen vor allem, sagen mir, ihre Frauenärztin habe ihnen gesagt, das sei dasselbe. Was sagst du dazu? Ja, das ist das, was sie gelehrt bekommen haben. Und man muss einfach auch verstehen, diese naturidentischen Hormone, ob Pflanze, Tier oder Mensch, ist egal, die sind nicht patentierbar. Und von daher auch nicht zu schützen. Das Problem entsteht dort, wo eben die Patentierung möglich ist, in dem Moment, wo ich am Molekül ein bisschen herumbastle, eine andere Wirkung bewirke dadurch, dann kann ich zum Patentamt gehen und sagen, hallo, ich habe etwas erfunden und das anmelden, dann ist es geschützt und dann habe ich Patentrechte drauf, die eben auch hier eine wirtschaftliche Interesse in eine ganz andere Dimension heben. Und unsere Medizin ist einfach auch wirtschaftlich geprägt. Das muss man verstehen. Und daher ist das für eine Herstellerfirma völlig uninteressant, mit naturidentischen Hormonen zu arbeiten, weil die nämlich die Konkurrenz ganz genauso auch auf den Markt bringen kann, ohne die ganze Forschung dafür einzureichen. Und das ist eben mit Patentschutz 7 Jahre lang nicht möglich. Und das ist einfach auch unsere Schulmedizin an der Universität, das kannst du mehr sagen als ich, die sagt ja,
was man verordnen soll. Und auch in den Kliniken kriegt man gezeigt, was man verordnen soll. Das sind alles Mittel, fast alles Mittel, die eben patentiert sind, die interessant sind und die dann auch investieren in solche Zulassungsverfahren. Das ist eine ganz rein wirtschaftliche Thematik. Also da könntest du mehr sagen wie ich. Aber jetzt bist du dran. noch eine Frage. Die meisten Medikamente, die die Frauen sonst bekommen, das sind ja entweder Pillen oder Spiralen oder Pflaster. Warum sind die bioidentischen Hormone mehr in Salbenform? Das hat verschiedene Gründe. Erst einmal, über die Haut ziehen diese Hormone sehr schnell ein und man braucht winzigste Mengen. Weil unsere Haut ist ein offenes Scheunentor für Hormone. Auch für körperfremde Hormone übrigens, nicht nur für die bioidentischen Hormone. Und daher ist ziemlich genau dosierbar, was ich dem Körper mitgebe und was nicht. Wenn ich etwas schlucke, dann ist das sehr unberechenbar. Da spielt der Darm eine Rolle. Wie viel nimmt der Darm auf von der geschluckten Medikation? Das kann einmal viel sein, das kann einmal wenig sein. Die Leber spielt eine große Rolle und die müsste eigentlich dann auch Gewehr bei Fuß stehen. Und das ist eben der Unterschied, wenn ich etwas schlucke, dann kommt da maximal 20% an. Das bedeutet, wir müssen viel höher dosieren in einer Tablette oder Kapsel, als das normalerweise über die Haut möglich ist. Und das Schöne ist eben, dass man über die Haut auch so schnell arbeiten kann, denn es muss gar nicht erst durch den ganzen Verdauungstrakt durch, sondern es geht sofort in die Blutbahn und von der Blutbahn zu allen Zellen im Körper. Und das ist einfach ein großer Vorteil. Ja, wunderbar, kann ich bestätigen. Jetzt, Elisabeth, jetzt gebe ich dir eine Aufgabe, die dir schwerfallen wird. Wenn ich dich frage, was sind die wichtigsten Funktionen dieser Hormone? Da weiß ich, da kannst du den ganzen Tag darüber reden. Darf ich dich bitten, mal zu versuchen, das in 1 bis 2 Minuten zu erklären? Ja, wir gehen jetzt vier Hormone durch. Ja. Was ist die Funktion von Estradiol? Estradiol ist ein Hormon, das nicht nur weiblich geschlechtsprägend ist. Das wissen viele. Ja? Estradiol, ja. Aber es hat eine immense Fülle an Bedeutungen. Ich greife mal die wichtigsten heraus. Es spielt für die Speicherung eine wichtige Rolle, für die Fortpflanzung natürlich. In der Schwangerschaft steigt das Estradiol gigantisch an. Es spielt im Haut- und Haarbereich eine wichtige Rolle und auch für das ganze Gewebe. Es macht unsere Körperform weiblich rund. Es sind Eigenschaften, die auch in den Knochen wichtig sind, dass hier der Knochen gesund bleibt und es spielt in der Psyche eine Rolle beim Schlaf und ganz wichtig, im Moment ganz wichtig, in der Zeit jetzt auch für die Blutgerinnung. Ja. Und wir sehen hier eben auch Veränderungen, gerade im Zuge der Behandlungen im Moment und der Therapien, dass eben Estradiolwerte plötzlich steigen, also wirklich in Schwangerschaftsbereiche. Und das ist eine Gefahr für die Blutgerinnung. Also zu viel Estradiol, dickes Blut, zu wenig Estradiol heißt dann eben auch eine Dauerblutung oder Blutgerinnungsstörung. Ja. Das ist mal das Wichtigste so. Ich bin froh, dass du diese Hormone global siehst, über den ganzen Körper und nicht nur immer im gynäkologischen Bereich. Es sind ja auch meine Erfahrungen und die Hormone sind so viel mehr als nur eben irgend in einem Organ oder eine Funktion. Gut, Estriol, das nächste. Das vergessene Hormon, das man allerhöchstens für Schleimhautprobleme im vaginalen Bereich kennt. Aber
Schleimhautprobleme sollten uns eigentlich schon mal ein Indiz geben, in welche Richtung es im ganzen Körper läuft. Wir haben nicht nur im vaginalen Bereich Schleimhaut. Bei Mann und Frau geht das Augen, Ohren, ganze Nebenhöhlen, Mund, Nase, Rachen, Lunge, Magen, Darm, Gelenke. Überall haben wir Schleimhäute. Und dafür ist das Estriol unter anderem ein ganz wichtiger Faktor, dass genügend Feuchtigkeit vorhanden ist. Es ist nicht geschlechtsprägend. Deswegen haben Mann und Frau ähnlich viel Estriol gemeinsam. Aha. Weiß kaum jemand. Aber es ist faszinierend. Ja, ich mache auch gute Erfahrungen, gerade im Schleimhautbereich. Gerade auch bei Blasenentzündungen oder Gelenkproblemen hilft es sehr. Oder Augen. Die Augenthematik ist ganz wichtig. Gut, dann das Progesteron. Das haben wir Ärzte gelernt. Das ist wichtig in der Schwangerschaft. Viel mehr habe ich nicht gelernt damals. Jawohl. Progesteron, das Mutterhormon, daher der Begriff Mutterschaftshormon, es ist in einer immensen Fülle überlebenswichtig. Vom ersten Tag des Lebens bis zum letzten. Fangen wir mal oben an. Das Gehirn ist unbedingt auf Progesteron angewiesen, so sehr, dass selbst im Gehirn Progesteron gebildet wird und ausgeschüttet wird. Wir brauchen für alle kognitiven Aufgaben, für Lernen, für Erinnerung, für Gefühle, all das brauchen wir Progesteron. Die Knochen brauchen Progesteron. Die Brust, die Gebärmutter natürlich. Und wir haben beim Progesteron eben auch eine interessante Fähigkeit, was Mütter eben so an sich haben. Sie können gut weitergeben. Und der Körper kann aus Progesteron relativ leicht auch zum Beispiel den Stressbereich helfen oder den Androgenen helfen. Also es ist ein gebendes Hormon. Das kann der Körper bzw. die Leber relativ leicht auch in Nachbarbereiche umwandeln, wenn dort Not am Mann ist. Und dieses Progesteron ist eben insofern ganz besonders wichtig, dass auch nicht nur die Schwangerschaft eine Versorgung hat in sehr hohem Maß, sondern auch in der Stillzeit für unseren Zyklus, dass der regelmäßig und gleichmäßig kommt, für die Blutungen, für all diese Dinge brauchen wir Progesteron. Mhm. Vielen Dank. Jetzt zum das Letzte noch, das wir in diesem Blog besprechen, das Testosteron. Das kennen die Menschen als Doping, oder? Es gab da mal eine Disqualifikation in der Tour de France, weil ein Fahrer Testosteron genommen hat. Was denn sonst noch? Ist Testosteron sonst noch wichtig außerhalb des Sports? Brauchen wir nicht nur im Sport. Es hat viel auch mit Bewegung zu tun. Also nicht nur Sport, auch körperliche Arbeit. Unsere Muskeln bilden Testosteron in dem Maß, in dem sie aktiv sind. Und unter anderem ist für mich das so Faszinierende, dass das Herz auch unbedingt Testosteron und Progesteron braucht, damit es gleichmäßig ausgewogen versorgt wird und auch funktioniert. Wenn es im Körper ein Perpetuum mobile gibt, dann ist es das Herz und das Testosteron. Das Herz bildet Testosteron und es braucht Testosteron. Also es ist was Tolles. Dann die Knochen brauchen Testosteron. Ganz besonders interessant zum Beispiel nach einem Knochenbruch sehen wir interessanterweise auffallend hohe Testosteronwerte. Der Körper braucht mehr, um die Knochenreparatur auch zu Wege zu bringen. Das Gewebe vom Scheitel bis zur Sohle ist geprägt von dem Gleichgewicht, einem Verhältnis von Estradiol und Testosteron. Je mehr Testosteronanteile, umso fester ist unser Gewebe. Nicht nur die Knochen, auch die Haut, die Gefäße. Und es hat auch was in der Psyche an wichtigen Bedeutungen, nämlich dieses Selbstbewusstsein, das zielgerichtete Denken, das Fokussieren können, die Kampfbereitschaft. Deswegen hat der Mann einfach auch dreimal mehr als wir Frauen. Aber wir Frauen brauchen das auch.
Und wenn wir zu wenig haben, gibt es da mehrere Probleme. Genau, das ist noch der letzte Punkt. Eben, Frauen brauchen Testosteron, Männer brauchen das Schwangerschaftshormon Progesteron. Kannst du das noch ganz kurz erläutern, warum? Mann und Frau haben alle Hormone gemeinsam. Das Einzige, was uns unterscheidet in der Geschlechtlichkeit, in der Prägung, ist, dass das Verhältnis von Estradiol zum Testosteron und vom Estradiol zum Progesteron bei uns Männern und Frauen unterschiedlich ist. Und damit, da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt Frauen, die haben also die Hosen an, so sagen wir hier in Franken. Und es gibt Männer, die sind die geborenen Therapeuten. Die haben einfach ein eher geringeres Verhältnis von Estradiol zum Testosteron. Also spielt hier nicht nur das einzelne Hormon eine Rolle, sondern auch die Relation zueinander. Und das macht viel mit unserer Wesensprägung, mit der Durchsetzbarkeit. Es gibt Berufe, wenn die Frauen auch ausführen, dann ist es manchmal auch interessant zu sehen, wie hier in bestimmten Berufsgruppen auch das Testosteron bei Frauen sogar auf erstaunliche Höhen steigt, zum Beispiel bei Polizistinnen, bei manchen Lehrerinnen, zumindest solche, die dann auch die Karriere zur Schulleitung schaffen. Das sind Frauen, die Durchsetzungsvermögen haben, ein bisschen mehr Ellenbogen. Und da sehen wir dann auch ein stärkeres Testosteron. Es spielt auch in der Fruchtbarkeit eine Rolle. Auch hier gibt es ein zu viel und ein zu wenig, sowohl bei Mann als auch bei Frau. Also es ist immer eine Sache der Ausgewogenheit, des Gleichgewichtes. Deswegen sage ich gerne das Beispiel vom Mobile. Wir haben ein geschlechtsspezifisches Hormon Mobile. Und wenn wir da sehr weit davon abweichen, wird das auch unsere Geschlechtsprägung ein bisschen ändern. Dass wir halt eher mal eine männlich wirkende Frau oder ein eher gefühlsmäßig betonterer Mann sind. Unglaublich spannend, Elisabeth. Ich würde gerne ein zweistündiges Video mit dir machen, aber wir müssen hier das Thema Geschlechtshormone beenden. Für unsere Zuschauer aber gleich die Ankündigung, es gibt einen weiteren Blog über andere Hormone und ich bedanke mich für diesen Teil sehr herzlich. Gerne.